Niederbayern, genauer gesagt an die wunderschöne Donau in die Nähe von Regensburg zum SK Kelheim. Und der SK Kelheim ist ein ganz interessanter Verein, auf den bin ich aufmerksam geworden, als ich letzte Woche das Jubiläumsturnier von den Tegern Heimat nämlich ein bisschen mit unterhalten konnte, als, so im Sportschau-Modus, ne, als rasender Reporter. Und da ist mir nämlich aufgefallen, dass die extrem gut aufgestellt sind, im Schuhschach auch ganz tolle Sachen machen. Und dann war am Wochenende irgendwie auch NRW-Meisterschaften und Schuhschachmeisterschaften. Und ich habe gesehen, dass die Kelheimer da irgendwie extrem viel machen. Und dann habe ich mir die Mannschaft mal genauer angeguckt und habe gesehen, die spielen echt hier mit drei Mannschaften in der DSOL-Liga und mit ganz, ganz jungen Mannschaften. Und die haben sich qualifiziert mit der ersten Mannschaft in der 11. Liga, nämlich fürs Halbfinale jetzt hier. Und da begrüße ich ganz herzlich den Konstantin Blodig. Das ist der Jugendtrainer dort vor Ort. Und der ist richtig aktiv, habe ich auch schon auf der Homepage gesehen. Sieht richtig gut aus, schreibt auch schöne Berichte. Erstmal herzlich willkommen, Konstantin. Hallo, grüß dich, Sebastian. Grüß euch zusammen. Super, also dann legen wir mal direkt los. Also ich habe gesehen, ihr seid sehr, sehr gut aufgestellt jetzt, auch gerade in der Corona-Zeit. Erzähl mir einfach mal ein bisschen zu eurem Verein. Wie groß seid ihr? Ich habe gesehen, fünf Herrenmannschaften, Jugendmannschaften. Und erzähl mir einfach mal, wie der Verein generell aufgestellt ist und was ihr jetzt so in der Corona-Zeit macht. Genau, also grundsätzlich haben wir in Kelheim einen recht traditionsverreichen Verein. Wir haben letztes Jahr auch unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Fiel leider ein bisschen in die Corona-Schatten natürlich. Wir hatten schöne Festivitäten geplant. Es wurde leider nichts, weil dann eben Corona war. Trotzdem, uns gibt es seit über 100 Jahren. Und waren bei uns im Bezirk sind wir auch der erste Schachverein gewesen und waren da quasi von sehr früh an mit dabei. Aktuell sind wir relativ groß geworden auch. Wir haben 130 Mitglieder aktuell und genau, und entsprechend auch viele erwachsene Mannschaften dann im Rennen, also fünf in den verschiedenen Ligen. Und genau, und Jugendmannschaften haben wir auch einige am Start, vier im Moment. Und genau, befeuern so den Ligenbetrieb mit allem, was man so hat und was man so Ich macht. habe gesehen, ihr bietet verschiedene Trainingsmodule an. Also für Anfänger bietet ihr was an, aber auch Kadertraining, wenn ich das richtig gesehen habe. Was verbirgt sich dahinter genau? Genau, also eine große Säule von unserem ganzen Schachbetrieb in Kelheim ist auf jeden Fall das Jugendtraining. Ich glaube, dass das A und O von jedem Verein ist, dass das da sein muss, dass man sonst Ja, schön. ja, altert. Und bei mir selbst ist es auch so, Jugendtraining ist einfach das, was mir mit am meisten Spaß macht. Und entsprechend viel Herzblut fließt da auch rein. Wir haben das Glück, dass wir sehr viele engagierte Kräfte bei uns haben. Bevor ich Jugendtrainer geworden bin, hat der Stefan Giesmann hier in Kelheim gewirkt und der hat sehr, sehr viele Jugendliche herangezogen, die halt eben jetzt sich auch engagieren in der Jugendarbeit. Und es ist, also man merkt einfach, wenn man dann ein engagiertes, breit aufgestelltes Team hat mit vielen helfenden Händen, dann geht da auch relativ leicht was vorwärts. Und da haben wir es zum Beispiel jetzt auch geschafft, dass wir den Trainingsbetrieb immer weiter ausgebaut haben. Es waren vor Corona schon stetig wachsende Zahl an Kindern, 30, 40 Kinder die Woche, die wir trainiert haben. Und aus diesem Gedanken heraus, dass wir dann plötzlich 40 Kinder waren, die gleichzeitig trainiert haben, sind wir eben auf diese Trennung der Trainingszeiten gekommen. Und dann haben wir in zwei Gruppen getrennt. Ein Anfängertraining, wo die Zielsetzung im Prinzip ist, einmal die Woche trainieren, eine Stunde spielen. Es gibt ganz viele Kinder, für die ist es einfach genau das Richtige. Die wollen einmal hingehen, wollen eine Stunde ein bisschen was lernen, viel spielen. Und dann gibt es auch Kinder, die meinen es einfach ernst mit ihrem Schach, die wollen deutlich besser werden, Spielstärke, Sprünge machen und die werden dann 1,5 Stunden trainiert und genau und trainieren zudem zu Hause und werden entsprechend intensiver betreut. Das ist dann das Kadertraining bei uns im Verein. Genau, du hast gerade schon gesagt, ihr habt mehrere helfende Hände. Das heißt also, es schultert nicht alles auf dein, sondern ihr seid so aufgestellt. Wie muss ich das vorstellen? Wie viele Trainer habt ihr? Also aktuell bin ich nicht mal mehr Jugendleiter, also lastet im Moment gar nicht auf meinen Schultern. Ich bin im Moment nur mehr helfende Hand. Jugendtrainer haben wir im Moment 8, die sich auch aktiv mit engagieren, also die tatsächlich auch jede Woche trainieren und Training halten. Und für den Erwachsenenbetrieb haben wir auch Leute, die sich damit engagieren und entsprechend auch Mannschaftsführerrollen übernehmen. Natürlich die Vereinsfunktionalitäten wie Vorsitzende, Kassier und so weiter haben wir auch viele Leute, die sich damit engagieren. Aber wirklich das große Ausrufezeichen ist und bleibt bei uns die Jugendarbeit mit den vielen Engagierten einfach. Und dann macht es sich auch leicht. Dann kann man schnell Turniere organisieren, wenn man die entsprechenden Helfer schon hat. Und dann lässt sich da viel machen. Hast Gerade du auch gerade was. schon? Was
Ja, nee, hast du gerade schon richtig gesagt. Also es ist auch wichtig, die Leute früh genug ins Boot zu nehmen, dass man die halt auch selber Organisationsaufgaben auch übergibt und Verantwortung übergibt. Das habe ich auch schon bei den anderen Vereinen, Hamburger SK, ne, war auch ein Paradebeispiel, gesehen. Also von daher, dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Und jetzt hast du ja selber gesagt, das ist natürlich dann auch gut für Teambildung. Und wenn die Leute sich dann natürlich auch selber dann gut verstehen, dann ist es noch viel motivierender, ne? Dass man halt sich gegenseitig auch dann da unterstützt und dann, wie gesagt, dass das nicht nur alleine an einer Person abhängt, sondern dass das dann wirklich, dass alle auch einspringen können und dann da durchstarten können. Definitiv, ja. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Kein Problem, ne? Genau, eine Sache für uns war immer, dieser Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten und wirklich die Kinder dann auch in den Gruppen zu fördern. Deswegen sind unsere einzelnen Trainingseinheiten sind auch mehr geteilt, damit auch wir verschiedene Spielstärkegruppen fahren können. Was uns immer bewegt hat, auch außerhalb des Jugendtrainings, waren Projekte. Wir haben angefangen mit Trainingslagern, weil wir den Gedanken einfach sehr schön fanden, sich ein Wochenende zu treffen, die Gemeinschaft zu genießen. Die Kinder finden es immer super, ein Wochenende miteinander wegzufahren und irgendwie miteinander Spaß zu haben, zu trainieren und danach ins Schwimmbad zu fahren. Das ist super. Das ist immer eine Gmade Wiesn, wie man bei uns sagt. Also ein Heimspiel gefällt allen Kindern eigentlich, zumindest allen Kindern. Und genau, entsprechend, mir hat das als Kind super gefallen und deswegen habe ich als Trainer möglichst auch versucht, sowas umzusetzen und mit vielen helfenden Händen, die immer sofort dabei waren, ja gesagt haben und genau, den Kindern, die auch immer gern dabei waren, war das dann ein Klacks. Wir konnten auch viele, viele Projekte so durchführen, also ungefähr vor Corona 4 bis 5 im Jahr auf jeden Fall, wo wir so miteinander Oh, weggefahren sind ich und jetzt, dachte eins oder so, aber echt ja, vier nee, bis wir fünf. waren tatsächlich, haben wir es krachen lassen, Boah, ja. das Jetzt ist ja online ist mal. es ein bisschen gehemmt. Da machen wir auch ähnliche Sachen, aber natürlich kann man jetzt kein Wochenende sich online treffen, ist einfach nicht das Gleiche. Und genau, deswegen machen wir Online-Trainings-Workshops, wo wir uns mal einen Tag zusammensetzen. Jeder bereitet eine Stunde Training vor und dann trainiert man in der Gruppe sich ringsrum. Okay. Einfach ganz nette Konzepte, wo man zusammen sich am Schach erfreuen kann. Ah, super. Also das ist, gebe ich an alle Vereine natürlich direkt wieder weiter. Da könnt ihr mal genau hingucken, was die Kinder da machen. Also so einen Tag damit zu organisieren für eure Jugendlichen, das finde ich natürlich ganz großartig, wenn man das so hinkriegt. Wie seid ihr jetzt aufgestellt? Was spielt ihr alles online und habt ihr eine Quarantänemannschaft außer DSOL? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe gesehen, bei der DSOL selber, das sind ja, ist auch eine reine Jugendmannschaft, ne? Den Benedikt Tuber kenne ich und auch die anderen, die da mitspielen. Das sind alles Kinder oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also die DSOL-Mannschaften sind sehr kinderlastig. Es sind, glaube ich, nicht alles Kinder. Ich glaube, wir haben auch 2 Erwachsene mitspielen. Aber da ist auf jeden Fall der Schwerpunkt Kinder und Jugendliche, die sich da engagieren. Bei den Erwachsenen war, also meiner Meinung nach, die Resonanz, dass das Online mit längerer Bedenkzeit ihnen nicht so gut gefallen hat. Deswegen haben wir, also wir hatten in der ersten DSOL-Saison hatten wir auch eine Erwachsenenmannschaft, die dann ganz vorne in der ersten Liga mitspielen durfte, noch damals noch, damals war es noch schwächer besetzt. Und da durften wir dann auch mitspielen. Und genau, das hat sich jetzt aber für die zweite Liga erübrigt. Aber bei anderen Online-Turnieren, Quarantäne-Liga, waren wir auch ganz am Anfang vertreten. Also wir waren quasi auch Ritter der ersten Stunde. Es war ein, hey, wir dürfen am Freitag nicht mehr vor Ort trainieren, was machen wir? Und dann haben wir am gleichen Freitag online trainiert. Und es war unser erstes Online-Training und wir haben seitdem nicht aufgehört. Also Super. von Anfang an gleich online weiter durchgezogen und konnten tatsächlich unsere Mitgliederzahl auch in der Corona-Zeit weiter steigern. Super. Genau, bei den Online-Betrieben, bei Quarantäne-Liga haben wir aufgehört. Genau, das war nämlich damals, war das noch täglich oder spätestens alle 2 Tage und das war zu viel. Und dann haben wir aufgehört und nicht wieder angefangen, weil mittlerweile ist es ja nur zweimal die Woche. Aber genau, wir haben quasi den Moment zum Wiederanfangen verpasst. Und nehmen jetzt bei vielen anderen Online-Turnieren wahr, vom Bezirk, von Bayern, von den Tegernheimer auch insbesondere die Superturniere auf die Bayern stellen, also die Beine stellen. Also da großes Schöne Grüße Kompliment an an, die ganze Familie Fischer, genau. genau, an Ja, Brunhilde vor allen Dingen und die ganze Familie, die da super mitmachen. Da wollte ich jetzt mal genauer nachfragen. Es gibt ja auch extra Kinderangebote im Internet jetzt für das Online-Schach. Was kannst du da empfehlen und was macht ihr da selber noch? Meinst du jetzt im Trainings- oder im Spielsinne? Beides. Also ich habe immer wieder kriege ich Anfragen von Kindern und ich war da auch immer ein bisschen vorsichtig, weil ich finde, man kann nicht alle Kinder auf alle Plattformen schicken und so. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie ihr da aufgestellt seid und was du da selber empfiehlst. Okay. Tatsächlich
trainieren und spielen unsere Kinder die allermeisten auf Leaches. Also das ist bei uns, was einfach am meisten Anklang findet. Die Kinder kommen damit super zurecht und mittlerweile sind die menschlichen Gegner auch deutlich schlechter geworden durch Corona. Also ich weiß auch, wie vor Corona, da haben einfach nicht so viele Schwache im Internet gespielt, schwache Spieler, sondern die haben eher nur vor Ort gespielt. Und das ist jetzt durch die Pandemie tatsächlich auch besser geworden, dass Kinder früher im Internet spielen können. Also die müssen jetzt nicht mehr irgendwie DWZ 1000 haben, damit sie da sinnvoll spielen können, ohne dass sie verdroschen werden, sondern geht auch deutlich früher schon. Das weil ist einfach eine, auch viel, viel mehr Amateure jetzt Schach spielen, ne? Die richtig, einfach jetzt durch den anderen Zugang jetzt gefunden haben und dann dort auch einfach unterwegs sind. Ja. Genau, zum einen, weil viel mehr Schach spielen und vermutlich auch, weil halt die Schwächeren auch eher ins Internet finden. Das ist natürlich auch... auch ein wichtiger Aspekt. Bezüglich Training glaube ich immer noch, dass das hauptsächlich im Verein funktionieren muss. Also ich glaube da an starke Vereine, die Mitglieder trainieren. Ich sehe das auch nicht so als, also es wird ganz oft so vereinsweise gehortet mit Spielern und so weiter. Ich bin ein großer Freund von vereinsübergreifenden Kooperationen, auch im Training. Einfach, also ich meine, unser aller Ziel ist es, die Leute so gut wie möglich zu machen. Und den Schachsport an sich zu fördern. Und ich glaube überhaupt nicht dran, dass jetzt da irgendein Verein sich da vortun muss und da halt speziell nur, nee, ich trainiere nur meine Kinder oder so, überhaupt nicht. Also wenn ein Kind was lernen will, was wäre ich für ein Trainer, wenn ich sagen würde, geh woanders hin. Also ihr seid auch offen. Also wenn jetzt ein interessiertes Kind kommt, der kann sich bei euch mal melden. Ja, selbstverständlich. Aber wenn ich jetzt 50 E-Mails habe morgen, dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Aber nein, ist alles gut. Genau. Okay, und zum Schulschach, ich habe gehört, ihr organisiert da auch Turniere, ist das richtig? Also ich habe irgendwas gehört, oder ja, wie muss ich mir das vorstellen? Also es hat zwei Ebenen. Das eine war, letztes Jahr wollten wir eigentlich die Bayerischen Schulschachmeisterschaften ausrichten, auch als Teil unseres Corona-Programms, unseres Jubiläumsprogramms, Entschuldigung. Ja. Und viel leider musste zwei Wochen vorher abgesagt werden, nachdem die ganze Organisation schon durch war. Das heißt, die Bayerischen Schulschachmeisterschaften letztes Jahr, also ein großes Turnier mit über 500 Teilnehmern, musste man leider zwei Wochen vorher absagen. Hat natürlich sehr weh getan, weil es steckte viel Arbeit drin. Und genau, das war die Schulschachgeschichte vom letzten Jahr, also leider nicht sonderlich erfreulich für uns. Wir haben natürlich immer Turniere mit Mannschaften befeuert, wenn schulschachmäßig was online stattgefunden hat. Und was wir seit Anfang des Jahres jetzt anbieten, ist eben diese Seite turniere.schachclub-kelheim.de, auf der wir verschiedenen Turnierveranstaltern ermöglichen, Mannschaftsturniere online zu spielen. Also es gibt ja dieses Lead-Chess-Format. Man packt viele Teams in ein Turnier und dann spielen die Kinder im Arena-Modus gegeneinander. Und man spielt quasi gelost gegen Spieler von den anderen Teams und am Ende werden die Einzelergebnisse quasi addiert und dann hat man eine Mannschaftswertung. Und den Gedanken, den wir verfolgt haben, ist, dass es durchaus eine Nachfrage gibt nach Turnieren mit dem klassischen Mannschaftskampf. Also jeder hat seine vier Bretter, vielleicht der Ersatzspieler stellt vier Mann auf und die spielen gegen die gegnerische Mannschaft und dann gibt es halt, je nach wie viele Brettpunkte geholt hat, hat man den Mannschaftskampf gewonnen oder verloren. Ja. Und da war uns klar, da gibt es eine Nachfrage, es gibt viele Mannschaftsmeisterschaften, die gespielt werden wollen und genau, entsprechend haben wir uns dann zusammengesetzt. Wir haben Gott sei Dank, IT, sehr findige Leute, zum Beispiel Tobias Schinder, der viel da gemacht hat. Ich selbst war da auch mit dabei und dann haben wir diese Seite eben auf die Beine gestellt und weiter verbessert, um solche Mannschaftskämpfe durchzuführen. Und Wahnsinn, dann habt ihr selber ein Programm dafür geschrieben, oder? Wie muss ich das vorstellen? Richtig, also wir benutzen im Prinzip Leaches als Spielumgebung, aber Leaches hat so ein, wie kann man sagen, so ein Hintertürchen, dass man von Programmen aus da Partien erstellen kann für verschiedene Spieler. Und dieses Hintertürchen nutzen wir, um für eben die Spieler, die sich jetzt angemeldet haben, eine Partie zu erstellen auf Leaches, dann spielen die gegeneinander und wir sammeln das Ergebnis ein und präsentieren das Ganze dann als Mannschaftskampf gruppiert. Also dann unterstützt ihr eigentlich Leaches, also die wissen das auch und das ist eigentlich so gedacht, dass sich das so gegenseitig dann befruchtet. Ja? Genau, also an der Stelle hat man auch Hilfe und Kontakt mit dem Leaches-Entwickler selbst, also mit dem Thibaut aus Frankreich. Und wir bringen natürlich Spieler zu ihnen, spielen auf Leaches, aber natürlich aus Leaches-Sicht sind wir natürlich noch ein kleiner Fisch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da sinnvollen Datenumsatz kreieren würden oder so. Das ist natürlich. Also euer Programm ist noch nicht gekauft worden. Okay, aber
gut. Aber ja, wir haben schon einige Partien. Also ich hab vorher noch mal geschaut. Wir sind jetzt mittlerweile bei über 7000 Partien, was jetzt über unsere Seite gespielt wurde. Also ich glaube, mehr als 100 Turniere oder so, was mittlerweile auch ausgetragen wurde auf der Seite. Also es wird gut angenommen. Steht wirklich, es steht allen Schachfreunden zur Verfügung. Es ist sogar schon auf Englisch übersetzt, wer Lust hat. Also, okay. Wenn es da Interesse nach den klassischen Mannschaftsturnieren gibt, dann immer jederzeit gerne. Ja, ich finde das ganz großartig, ganz innovativ und super Idee. Ich komme selber aus Nordrhein-Westfalen und ich hatte nach der DSL-Show letztes Wochenende nämlich am Freitag dann gehört, ja, nee, wir spielen morgen hier NRW-Schuhschachmeisterschaften, aber über SKK-Heim. Und ich dachte, wie kann das denn sein? Und was hat jetzt Speyer mit NRW zu tun? Aber okay. Nee, das ist natürlich ganz großartig. Also das finde ich ja super. Gut, wie sieht's aus? Hast du schon Ideen, wie man den Online-Bogen, du hast gesagt, ihr habt sogar jetzt noch Mitglieder zugewonnen eigentlich, das heißt also, aber wie man das dann nachher, nach der Corona-Zeit, wie man das dann noch gewinnbringend halt umsetzen kann, dass man vielleicht doch noch ja, die Online-Leute trotzdem wieder in den Verein bringt oder ja, habt ihr euch da schon Gedanken gemacht oder einfach peu à peu, zurzeit ist halt noch voll die Pandemie und wir machen jetzt einfach erstmal die Geschichte und weil vielleicht könnt ihr ja euer Jubiläum dann nochmal richtig durchstarten und nachholen und dann noch alle einfangen und dann wird ganz groß gefeiert. Das ist der Plan. Ich glaube, wie viele andere Optimisten haben wir auch letzten Sommer schon mal geplant, wie denn das jetzt ist, wenn wir wieder voll vor Ort trainieren konnten. Wir konnten ja letzten Sommer schon ein paar Wochen wieder vor Ort trainieren. Also ich sehe es so, natürlich nimmt dieses Online viele Hürden weg. Also rein logistisch, die Leute sind einfach näher zusammen. Man muss sich nur an seinen Schreibtisch setzen und zwei Knöpfe drücken und dann ist man im Training und muss nicht irgendwie die Mama anbetteln oder die Mama muss ins Auto steigen und mich ins Training fahren. Und man spart sich da viel Aufwand auf jeden Fall online. Und das ist was im Moment einfach in den Hintergrund gerückt ist und da ist ganz interessant, wie das einfach nach Corona dann wieder sein wird. Wenn jetzt halt mal, wenn ich in der Nähe wohne, der nächste Schachverein ist nicht direkt vor der Tür, aber ich habe jetzt 15 Minuten mit dem Auto ins Training. Mache ich das dann wirklich jede Woche oder mache ich das nicht? Das sind Fragen, die auf jeden Fall offen bleiben werden nach der Pandemie. Bei uns ist es im Moment, oder bei uns war damals der Gedanke und ist immer noch der Gedanke, dass wir ein kombiniertes Konzept fahren. Wir haben vor der Pandemie haben wir nur einmal die Woche trainiert und viel haben die Kinder einfach selbst daheim trainiert und gespielt. Und seit der Pandemie trainieren wir zweimal die Woche. Und unser Gedanke ist, dass wir einmal die Woche vor Ort trainieren, also in unserem normalen Spiellokal in Kelheim, und einmal die Woche weiterhin online trainieren. Und dass wir mit diesem gemischten Konzept möglichst viele Leute erreichen und dann auch genau weiterhin an Schach binden und dass sie weiterhin beim Schach dabei bleiben auf jeden Fall. Ja, das hört sich super an. Also ja, ihr seid so stark aufgestellt. Ich bin total begeistert. Allerliebsten Grüße nach Kelheim. Konstantin, die Zeit rennt davon. Hast du noch was auf dem Herzen? Kannst du uns Schach Deutschland noch was mit auf den Weg geben? Ich meine, wir haben jetzt schon so viel gelernt von euch. Wir versuchen das natürlich alles umzusetzen. Ich kann alle Vereine nur empfehlen, guckt nach Kelheim. Die haben auch eine tolle Homepage. Und ihr könnt die Jungs auch alle mal einfach sonst kontaktieren. Natürlich nicht zu viel, aber die helfen euch gerne. Genau. Und die haben echt so schöne Ideen. Das wäre halt einfach schön, wenn da die anderen Vereine auch noch dran partizipieren könnten. Grundsätzlich meine Gedanken sind einfach nur, wer was machen will, einfach machen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil online ist alles möglich und man muss sich nur hinsetzen und trauen, dann geht alles. Und ich finde diesen Austausch zwischen Vereinen und Funktionären furchtbar wichtig. Also wenn es da irgendwelche Punkte gibt, könnt mir gern schreiben, gerne auch mit Verbesserungsvorschlägen. Ich bin da furchtbar offen, mache gern Sachen besser. Und genau, dann herzlichen Dank an dich, Sebastian, für das Interview, für die Möglichkeit. Und dann schauen wir wieder zurück zu den DSOL-Partien. Ich bin total begeistert. Toi, toi, toi nach Kelheim. Alles Gute, Konstantin. Und lasst es euch gut gehen. Und ja, vielleicht schaue ich jedenfalls mal vorbei. Also es hört sich so spannend an bei euch. Alles Gute.